Joe Biden ist ein guter Freund Deutschlands und Europas. Auch ich selber habe mich mit ihm sehr gut verstanden und tue das unverändert. Und er hat sehr dazu beigetragen, dass die transatlantische Zusammenarbeit einen großen Fortschritt gemacht hat, was ich wichtig finde für unsere gemeinsame Sicherheit. Und das war auch deshalb bedeutend, weil wir ja neu herausgefordert sind durch den russischen Angriffskrieg und es deshalb darauf ankam und ankommt, dass wir uns als Verbündete neu organisieren. Wir haben die mittleren Kräfte herausgestellt, die schnelleren Reisen auch gefunden. Das hat sich gezeigt mit dem Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO, aber das zeigt sich eben auch mit einer ganz anderen Ausrichtung und Landes- und Bündnisverteidigung. Das gelingt nur zusammen und es wird auch in Zukunft nur zusammen gelingen. Deshalb wird für uns diese transatlantische Zusammenarbeit auch in der Zukunft eine große zentrale Rolle spielen. Herzlich willkommen hier oben auf der Hallo.